Es ist wieder soweit. Nach meinem überragenden Erfolg. Sebastian dachte sich, das war ein Ticken zu einfach. Das hat der Flo wirklich auf den Punkt hinbekommen. Challenge gewonnen, oder? Womit? Hier stimmt nichts. Das war keine Wickelform. Sorry, das ist nichts. Deswegen darf ich heute nochmal ran, weil er möchte mich scheitern sehen. Aber die Blöße, die gebe ich mir nicht. Sebastian hat sich ein zweites Produkt rausgesucht, was er mir gleich bringen wird. Dann geht's los. Die Tischdecke sagt mir, es ist was Italienisches. Soll ich raten? Bitte schön, lass aufmachen. Okay. Mit dem Messer von oben aufschneiden. Ich habe ja ehrlich gesagt immer noch Angst, dass es die berühmte Schweinskopfsülze ist. Jetzt schön aufmachen. Ist das Schweinskopfsülze? Ja, guck doch mal hier vorne. Ist das Penis? Die Zehen. Gefüllter Schweinefuß. Zabone. Also Sebastian. Guck mal hier, schön mit so einer Füllung drin. Guck mal, hier kann man hier aufschneiden. Ich würde es mal probieren. Nein. Mmh. Das ist doch ekelhaft. Guck mal hier, sag dir Winky Winkel. Winky Winkel. Ja? Hm? Hör auf. Was ist denn? Guck mal hier. So, hier ist der Schweinefuß. Bitteschön. Der Fuß wird wahrscheinlich, der wird aufgeschnitten, genau. Dann wird die Füllung da reingemacht, dann packst du das da wieder rein und dann wird das in einem eigenen Fett gekocht. Genau. Das Fleisch, was hier drin ist, sieht nämlich ziemlich knorpelig aus. Das wird am Ende auch einfach nur das Fleisch sein, was da irgendwie im Bein ist. Oder ist das jetzt wieder Hirn? Nein. Traditionell wird dieses Gericht in Italien zu Silvester serviert, ja, auf Linsen. Das heißt, der Fuß... Das kann ich. Der Fuß... Das kann ich. Okay, dann mache ich also die Linsen. Lass mich doch zu... Der Fuß und die Linsen symbolisieren für das nächste Jahr Wohlstand. Hä? Schwein, Glück, ein Fuß, auch finde ich nichts Schlimmes, besser als wegschmeißen. Absolut, nein, da bin ich auch deiner Meinung. Probier doch mal die Füllung, nicht lecker. Ich esse das gerne. Das ist halt unfassbar fettig. Du hast so ein Glück, dass das eine italienische Kostbarkeit ist. Oh, mit der Geschichte, wir servieren sie an Silvester. Das neue Jahr. Wir laufen zusammen in den Sonnenuntergang. Du, warte mal, ich muss mal kurz was besorgen. Ich habe was vergessen. Das muss. Nee, setz dich hin, passiert nichts. Ich bin artig. Da du dich hier gerade so ein bisschen wie ein Dreijähriger verhältst, habe ich für dich hier die richtige Challenge. Das ist nur ein Gag. Ja. Ich sag mal so, wahrscheinlich ist das einfacher als das. Wer weiß. Ich habe jetzt mal passend dazu, guck mal, für dich auch das richtige Servierobjekt besorgt, weil es passt zu dir. Tada! Dinos. Chicken Dinos. Krieg mal hin. Das kriegst du hin? Mhm. Bist jetzt froh? Ja. Bin ich jetzt wieder dein Freund? Ach, guck mal. Okay, können wir ganz kurz auflösen? Ist das Schwein, was da drin ist? Das ist Schwein, genau. Das wird dann aus der Haxe und so genommen. Ich liebe dieses Gelag. Ist das nicht zu fettig? Ja, ich bin ja auch fett. Aber interessant. Okay, das ist meine Challenge. Huhn im Dino. Das ist eine Spezialität aus Papua-Neuguinea. Schreib sie was auf, wir kommen gleich wieder. Ja, ich erzähl aber kurz noch den Leuten die Geschichte, die um das Produkt... Was das Schöne bei dir ist, im Jahr 1863 segelte Thomas Cook in die Südsee. Auf dem Weg dorthin hatte er Hunger. Er hatte aber nur einen Huhn und einen Dino. Und er kam auf die Idee, ich könnte jetzt den Dino essen, ich könnte das Huhn essen. Aber meine Jungs, ne? Die Leute auf dem Schiff, die sind ausgehungert, die brauchen was Besonderes. Also erfand er das Huhn und Dino. Und das werde ich jetzt nachmachen. Ich bestelle mir so ein Putenbrustfilet. Huhn, nicht Pute. Das ist ja am Ende Huhn. Werde mir das zurechtschneiden. Also das ist im Grunde eine klassische Panade, wo aber noch Cornflakes eingearbeitet sind. Ich sag mal so, heute geht Aussehen vor Geschmack. Ich werde mir also schön so ein Filet zurechtschneiden. Das ist hier so ein Bronchiosaurus. Den mache ich mir. Schneide ich mir zurecht, paniere das und dann geht's ab in die Fritteuse. Und dann habe ich die Challenge gewonnen. Also, was brauchen wir? Hühnerfilets, Eier, wir brauchen Mehl, wir brauchen Cornflakes, Paniermehl. Paniermehl. Ja, mein Kleiner. Das war's eigentlich. Ja, hast du einen Plan? Ja, ich habe einen Plan. Ich wollte dir mal kurz was zeigen. Das ist eine komplett glatte Masse. Das ist absolut echtes Formfleisch. Ja. Und die Aufgabe ist hier, Formfleisch zu machen. Okay, dann Phosphat, Eis.
Hühnerschenkel noch. Sebastian, ich bin bereit. Und ich möchte aber auch Hühnerfilets. Einfach nur als Backup. Es muss ein erkennbarer Dinosaurier sein. Das kriegen wir hin. Ich weiß nicht, ob wir so Huhn-Silikonform da haben. Ja, von einem echten Silikonhuhn sind das heute die Formen. Ja, die haben, was auch die hat der liebe Christoph Kolumbus auf dem Schiff gehabt. Und Thomas Cook. Thomas Cook, 1863 auf dem Weg. Das sind meine Zutaten. Boah. Gewinner, Gewinner, Gewinner. Dino-Nuggets. Echtzeit 15 Minuten. Länger brauche ich nicht. Bisschen Huhn hacken, ab in die Maschine, Panierstraße, fertig. Weißt du, beim letzten Mal war ich ja wirklich, also, da wusste ich nicht, wohin mit mir. Und ich hatte keinen blassen Schimmer, wie es funktionieren soll. Heute ist das komplett anders. Ich weiß zu 100%, was ich mache. Wenn du Lust hast, dass ich dich ein wenig unterstütze, würde es dich auch nicht viel kosten. Jetzt geht das wieder los. Es gibt einfach das kleine Unterstützungspaket oder das große. Beim Kleinen wäre es jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Okay, was ist es denn? Ja, pass mal auf, das kleine Unterstützungspaket, dann müsstest du diese Schürze tragen. Aber das ist kein Problem, ich wollte die Jacke nämlich eh ausziehen. Ist das die von deiner Mutter? Nicht ganz. Genau. Das große Unterstützungspaket, dann ziehst du die Klamotten darunter aus. Wollen das die Leute sehen? Das ist mir egal, ob die Leute das sehen möchten. Da musst du nur das tragen. Wir müssen das mal ein bisschen schicker schnüren. Ich finde, das sieht ein bisschen blöd aus. Ich mache das auch mit Schleifchen an der Seite, weil ich finde, du hast ja so eine kleine feminine Art. Das kann man ruhig so ein bisschen unterstützen. Bin ich fertig? Ja, so siehst du schnuckelig aus. Kleiner Tipp, ich würde das Fett frosten. Hätte ich jetzt zwar als nächstes gemacht, aber das kann ich auch schon jetzt machen. Die Haut würdest du frosten. Ja, damit du sie besser unter die homogene Masse emulgieren kannst. Weiß ich doch. So, also im Grunde ist mein Plan jetzt, aus dem Filet werde ich mir gleich jetzt einen Mini-Filet-Dino ausschneiden. Oder ausstechen, besser gesagt. Du möchtest dann so durch das Hähnchenfleisch durchstechen. Ja. So. Jetzt schauen wir hier mal. Das ist natürlich ein bisschen... Au! Ja, funktioniert super, ne? Wie weit bist du gekommen mit den Keksteig-Ausstechern? Relativ weit. Ich mach das jetzt nochmal. Nun gut, der erste Dinosaurier ist dahin. Naja, das kommt jetzt schon mal in meine Schüssel zum Durchmeiern. Leute. Es geht genauso los wie mit dem Milky Way damals. Ich kann nicht. Hier mit so einer Geflügelschere. Ja, vielleicht perforierst du das Huhn. Bitte? Mit einer Gabel perforieren. Ja. Dadurch hast du Sollbruchstellen gefüllt. Ja, exakt. Richtig. Und dann? Ja, wenn du es perforierst, dadurch verringerst du ja den Widerstand. So, jetzt ist auch mit dem Tipp gleich vorbei. Okay. Weil danach müsstest du denn deine Kleidung ausziehen darunter. Oh. Ach, guck. Da ist er doch schon. Den Rest, den schneide ich jetzt hier mit der Schere. Ich rück mal hier alles... Ein Stück nach Rüben. Viertelstunde ist... Ja, Viertelstunde. Hast du gerade großkotzig rumgetönt hier? Komm, sehr gut. 15 Minuten, länger brauche ich nicht. Zeig mal den Dinosaurus. Sebastian, du redest mir hier in einer Tour rein. Das ist ein schöner Tyrannosaurus Rex. So. Das ist doch kein Dinosaurier. Natürlich. Das ist doch ein Dinosaurier. So, schau mal, ich habe jetzt meine Haut vorbereitet. Die bringe ich jetzt mal hinter in den Frost. Einmal Fleischwolf aufbauen. Und dann bin ich im Grunde schon fertig. Oh Gott. Eine Sache wird dir schon gelernt. Fleisch muss ja, wenn man das in den Mixer haut, eine schöne homogene Masse machen möchte, muss das kalt sein. Das heißt, wenn die Haut schon mal kalt ist, habe ich da schon mal im Grunde gewonnen. Jetzt hole ich mir meine Maschine. Boah, du hast die ganze Form hier zerstört, ne? Ehrlich. Gut. Die haben uns im Kindergarten geliehen, das weißt du schon, ne? Ja. Jetzt muss ich den Kindern erklären, dass du die Dino-Form kaputt gemacht hast. Wirst du mit deiner netten Art schon wieder gut machen. So, das habe ich ja beim letzten Mal gelernt, das sind ja zwei. Richtig. So. Mein Gott. So. Und dann geht's los. Das läuft doch wie geschnitten Hühnerbrustfilet. Eine relativ monotone Arbeit. Also nicht abschalten, dranbleiben, es geht gleich weiter. Sie sehen, die Masse geht sehr, sehr leicht durch den Fleischwolf. Wir haben das jetzt im Angebot. Ich schau mal kurz rein. 429 Euro Versand ist inklusive. Einfach immer schön rein, das Fleisch. Da freuen sich die Kinder, wenn es endlich mal wieder ihr Wolf der Hühnerbrust gibt. Das ist wirklich was für die ganze Familie. 399 Euro Versand jetzt aber wieder mit dabei. 5 haben wir noch auf Lager. 300...
379 Euro. 379 Euro und dieses Messer gibt's noch oben drauf. So, ich glaube, dann hab ich's jetzt auch. Da ist eine Fliege drin. Soll ich die drin lassen? Ja, für die Eiweißstabilität? Komm, die lassen wir drin. Also bis jetzt bin ich schon ganz zufrieden. Das ist Diphosphat. Diphosphat ist eigentlich die wichtigste Zutat bei dem Ganzen. Ja. Weil die sorgt dafür, ja, dass das Fleisch mit dem Wasser, was sozusagen durch das Mixen, durch die Hitze beim Mixen, aus dem Eiswürfel gelöst wird. Weil Wasser, ja, ist im Eiswürfel drin. Könnt ihr mal drauf achten zu Hause. Und dieses Wasser wird mit dem Phosphat im Fleisch gebunden. Ich muss jetzt das richtige Verhältnis treffen. Deswegen fange ich jetzt erstmal mit eine Handvoll Fleisch an oder zwei Händen. Was ist denn los, Sebastian? Du musst da ja so ein bisschen Crushed Eis reinmachen, das ist aber noch nicht crushed. Was ist denn jetzt los? Ich mache mir jetzt einfach das Eis hier drin erstmal crushed. Ja, ist super. Ist ja klar. Du wolltest Crush-Eis machen, ne? Dass jetzt Schnee ist, weißt du, ne? Mal so eine Frage, ne? Nee, jetzt mal auch keine Fragen, ne? Okay. T-Shirt würde mir eigentlich reichen. Du verunsicherst mich bloß. Warum verunsichere ich dich? So, ein bisschen Salz, Pfeffer, komm. Ein bisschen noch. So, dann machen wir hier ordentlich Phosphat drauf, nicht zu wenig. So. So ein Quatsch! Jetzt tu doch nicht so. Jedes Mal, wenn du hier stehst, dann arbeitest du mit Mengen. Ja, aber nicht bei solchen Sachen. Komm. Nee. Das ist jetzt im Grunde die Grundmasse. Eis, Hühnerbrust, mhm, und dann ein bisschen Haut. Aber die schneide ich mir noch klein. Aha. Und ist es schön kalt? Ja. Ein bisschen an wie Beef Jerky. Das ist ganz schön. So, ich mache jetzt hier noch mehr Fleisch rein. Nicht mehr Eis, weil es ist relativ eisig noch da drin. Okay. Das wird auf alle eine Wucht, wird das. Ist das wirklich dein Ernst, was du hier gerade machst? Ja. Ich könnte dich noch retten. Okay, was ist es? Komm. Zieh dein T-Shirt aus. Kinder, don't try this at home. Könnte eine neue Kochsendung werden, oder? So eine sexy Kochshow. Du hast bis jetzt noch keine Bindung. Viel mehr Salz, viel länger kuttern, warten, bis du durch die maschinelle Einwirkung eine natürliche Bindung erzeugst. Okay. Mehr Salz! Jetzt machst du noch Dextrose rein. Okay, reicht. So, jetzt kuttern, 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 kuttern. Kuttern, 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 kuttern. Richtig lange. So, jetzt guck. Sag mal so ein bisschen was für zwischendurch. Jetzt ja? Guck mal, wie deine Masse wird. Die wird immer besser. Die wird richtig hell. Richtig. Und die wird fester. Ein bisschen länger kuttern. Oh, schaut mal, schau mal, schau mal, schau mal. Ja. Kuttern noch ein bisschen, bitte. So, was haben wir denn da? Für die jetzige Rezeptur kann ich nichts, aber zumindest hast du jetzt eine Bindung. Die Masse wird sich nachher im Garprozess so auseinanderdehnen, das wird ein kompletter Ball werden, wenn er das frittiert. Die Challenge ist für mich schon so gut wie verloren. Nee, da, ich gebe da noch nicht auf. Ja, aber pass auf, wenn da jetzt noch der Hilferuf kommt, dann ziehst du die Hose aus. Ist mir egal. Doch, dann stehst du in Unterhose. Ist mir egal. Das kann ich doch nicht machen. Doch, kannst du das machen. Ich kann doch jetzt hier nicht in Unterhose rumkochen. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. So. Sebastian, wie rette ich das? Ich kann nicht mehr. Entschuldigung, es ist einfach nur zu süß, wie mir deine behaarten Beine von. Jetzt halt dein Mund. Wirklich, ich. Nimm dir einen kleinen Teller, mach da bitte Backpapier drauf. Öl die Form von innen ein. Und dann füllst du die Formen, frierst das ein. Und wenn das gefrostet und steif ist, kannst du es wunderbar panieren. Ich werde viel zu schlecht bezahlt für das, was ich hier tue. So, von innen einölen, weil dann kriegst du die Masse nachher auch raus. Es fing ja an, mit 15 Minuten brauchst du dafür. So, ich habe jetzt hier drei Dino-Formen mit dieser Huhnmasse. Ausgefüllt. Jetzt packen wir das in Frost. So, warte. Nee, ich warte jetzt nicht. Ich zieh mir jetzt erstmal wieder was an. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Warum? Ich hab keinen Bock mehr. Wieso denn? Außerdem ist mir kalt. Das stimmt doch gar nicht. Das ist würdelos. Aber hey, den Leuten gefällt's am Ende wieder.
Ich mache mir jetzt hier zumindest mal meine Cornflakes-Paniermasse so ein bisschen kleiner. Du bist ja jetzt auf alle Fälle dealbrüchig geworden. In einer normalen Geschäftswelt würde ich dich jetzt verklagen. Ja. Deswegen bekommst du von mir jetzt gar keine Tits mehr. Ich finde, das ist ein Dino, den erkennt man. Der hat einen Fuß, der hat einen Schwanz. Ja. Aha. Könnte ein bisschen mehr Cornflakes sein. Vielleicht auch eine ganz andere Granulierung. Jetzt ein bisschen Paniermehl rein. Ich paniere es noch ein zweites Mal. Es wird halt viel zu dick. Ich möchte vor allem sehen, ob diese Hülle was hermacht. Was soll das sein? Dino. Schau mal, wer da ist. Oh. Ist es eigentlich jetzt der Moment, dass wir den kranken Kopf hinter diesem Ganzen mal der großen Welt präsentieren? Eigentlich können wir es mal machen. Oder? Wollen wir mal reinlassen? Ja, hol mal rein. Ja. Den holen wir jetzt mal rein. Komm rein und mach schnell wieder dicht hier. Philipp, wir haben gerade entschieden, dass du jetzt heute auch zum ersten Mal vor die Kamera kommst. Ja. Wir wollten endlich mal das kranke Hirn hinter diesem Kanal vorstellen, was sich sowas ausdenkt. Bitte, Community, Philipp Müller. Philipp Müller, meine Damen und Herren, der Redakteur hinter diesem Kanal. Kannst du dich mal ducken, weil man sieht deine du fragst was dich, warum er... Du hier? Ja, das frag ich dich. Warum siehst du so scheiße aus? Ja, frag ich dich. Ich mache jetzt gerade einen Test. Ja. Ob das Fett schon heiß genug ist zum Frittieren. Ich würde dir raten, geh bitte aus der Schusslinie, weil ich kann wirklich nicht dafür garantieren, dass hier gleich irgendwas uns um die Ohren kommt. Du willst dir nur die Oberhand behalten, weil du mir den Sieg nicht gönnst. Alter, du siehst aus wie eine. Ich meine, was soll ich dagegen tun? Werden wir wahrscheinlich rausschneiden müssen. Das können wir an Franzi, piep das gerne davor und lass das so drin und lass dann bloß mich sagen, dass wir das rausschneiden. Das ist witzig, oder? Ich mach schon Schnittanweisungen. Das ist jetzt der neue Weg, direkt durch das Material mit Franzi. Konzentrier dich, hör mal auf. Ja, sieht aber von der Farbe sieht das gut aus. Ja, aber das Schöne ist, du merkst, aus dem Dino wird jetzt gerade ein Elefant, ne? Nö, so schlimm ist das nicht. Du hast das dreimal paniert, Kollege. Also auf alle Fälle sehr lukratives Produkt, weil mehr Brot als Fleisch. Das ist schon mal sehr, sehr schlau. Das ist ja wirklich nur der Test, um zu schauen. Das war jetzt noch ein bisschen... Rare? Möchtest du es essen? Nee. Wir hätten doch den Schweinefuß nehmen sollen. Aber den wollte jemand ja nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an den Milky Way, weil das sah nämlich ungefähr aus wie so ein Möwenschiss von der Nordsee. Ich habe da mal Was ist das jetzt? Das ist ein Bronchiosaurus. Aber dafür braucht man schon eine Flasche Wodka, wenn man das erkennt. Ich meine, bitte. Das ist so ein bisschen für mich gerade wie Bleigießen. Ich mache so eine Masse ins Fett und hoffe einfach, dass das am Ende so eine Dino-ähnliche Form annimmt. Und ansonsten, wenn nicht, werde ich dir einfach aus meinen Dinos die Zukunft lesen. Ich habe mir jetzt auch was ausgesucht, wo wir wirklich alle gedacht haben, inklusive auch der Verantwortlichen, das könntest du schaffen. Wir reden hier die ganze Zeit von Dinos und dass es eine bestimmte Form annehmen soll. Aber denk mal darüber nach, wie geil wäre das denn, wenn es so Shrimp-Nuggets geben würde. Also ich sehe mich hier gerade auch ein Stück weit als Visionär. Florian. Schaut euch das mal an, so Riesen-Shrimps. Florian. Shrimp-Nuggets. Ich habe es mal wieder geschafft. Die Challenge ist gewonnen. Es ist zwar kein Dino, aber wer braucht Dinos in den heutigen Zeiten? Dinos sind seit 180 Millionen Jahren tot. Shrimps gibt es immer noch. Oh, das sieht so lecker aus. Leute, wenn ihr das Rezept dafür haben wollt, dann schaut mal in die Kommentare, da habe ich das reingepostet. Ja, ist ganz lecker. Kannst du bitte da, wo kein Hühnchen liegt, das Huhn bitte hinlegen, weil Huhn hat auf der Oberfläche Salmonellen und ich hätte ungern welche. So, ich suche mir jetzt das raus, was am schönsten geworden ist, was am ehesten nach einem Shrimp aussieht. Ich hole eben das Original und ich habe mir noch mal erlaubt, die Zutaten abzureißen. Hähnchenfleisch, Weizenmehl, Cornflakes habe ich auch. Ja, hast so, du. Ja. Habe ich getroffen. Rapsöl. Können Sie mal ein Stück von deinen abbeißen und selber probieren? Oh, die sehen aber top aus. Ja, probier. Wenn die Zähne gleich stumpf werden, dann weißt du wen. Das waren deine 2 Esslöffel Phosphat, die du da reingehauen hast. Ein halber Teelöffel hätte gereicht. Nee. Nee? Bisschen salzig? Mehr Salz! Zähne werden nicht stumpf. Weil genau die richtige Menge Phosphat. Sebastian? Ja? Das ist nicht schlecht. Ja, aber es sind keine Dinos. Ich habe nämlich einen Tyrannosaurus Rex gemacht. Pass auf, deine Panierung sieht aus, als ob da irgendwelche Kieselsteine drauf gelandet sind. Das hier ist schön, fein, gleichmäßig. Das ist bestimmt so salzig, ne? Boah. Kann man da ein bisschen... Oder was kann man? Probier mal das Original. Probier, so, wie schmeckt das? Das ist mir nicht salzig genug. Das könnte ein bisschen mehr Salz vertragen. Mehr Salz! Ich würde mal mit dem Positiven anfangen. Ich finde, ich habe mich im Vergleich zum letzten Mal gesteigert.
Ich habe dir ein Produkt abgegeben, was ungefähr so aussieht wie das Original. Du meinst hier mit dem neu entwickelten Shrimp daneben oder was? Und dann habe ich ein komplett neues Produkt entwickelt. Ja, ich habe die Idee, Dino Nugget, ist zwar altbewährt, habe ich aber nochmal ganz neu angefasst. Flo, und Flo. Du machst einfach eine dritte Challenge. Ganz einfach. Weil das ist nicht bestanden. Aber jetzt tu mir bitte einen Gefallen. Geh nicht mit umziehen. Ich möchte vorher noch wissen, liebe Leute da draußen, wirklich, Hand aufs Herz, habe ich die Challenge gewonnen oder nicht gewonnen? Ja, eine Abstimmung. Eine offizielle Abstimmung. Wenn ihr abstimmt, dass er die Challenge gewonnen hat, muss er keine weitere mehr machen. Aber, Flo, ja? Du weißt schon, was bei der letzten Abstimmung rausgekommen ist, oder? Ja. Gut. Geh mit. Machst du hier den ganzen Abdruck? Ja, ich putz. Jetzt sag mal bitte kurz selbst, hat er die Challenge gewonnen oder nicht? Wenn nicht, macht er noch eine dritte. Wenn ihr sagt ja, okay, dann lasse ich ihn in Ruhe. Und wenn euch unsere Videos gefallen, gibt's hier noch mehr. Und damit ihr überhaupt nichts mehr verpasst, einfach abonnieren. Es gibt uns sogar in der ZDF-Mediathek. Viel Spaß.